Da ist ein Inspektor. Columbo? Von der Polizei. Ich werde mich um ihn kümmern. Es kommt gleich jemand. Sie sind von der Polizei? Ja, Sir. Hören Sie zu. Miss Chandler musste gestern Abend im Krankenhaus behandelt werden. Es tut mir wirklich furchtbar leid, dass es gibt nichts, womit Sie sie belästigen müssen. Miss Davis war Ihre Sekretärin und ständige Begleiterin seit über 18 Jahren. Ich will niemanden belästigen. Wenn Sie also berücksichtigen würden, dass Miss Chandler in einer Art Schockzustand ist. Natürlich. Fassen Sie sich so kurz wie möglich. Mhm. Sie verstehen. Jedes Wort. Frank, schon gut, ich möchte ihn sehen. Aber sicher, wenn du meinst. Beeilen Sie sich und treten Sie ja nicht zu nahe. Oder Sie haben sich vor mir zu verantworten. Alles verstanden? Gehen Sie rein. Bitte. Kommen Sie herein. Oh, ja. Was ist mit Ihnen, Inspektor? Geht's Ihnen nicht gut? Alles in Ordnung. Es ist nur... Wissen Sie, Miss Chandler, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, ich würde eines Tages... Ich meine, dass Sie direkt vor mir stehen würden. Ich meine, ich war mein ganzes Leben lang in Sie verliebt. Ich weiß. Sie hatten nie geglaubt, eine Legende zu treffen. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie meine Frau anrufen? Einfach nur Hallo sagen. Sie würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Sie hat alle Filme gesehen, in denen Sie mitgespielt haben, seit Ihrer Kindheit. Ich meine, seit der Highschool. Ich weiß, wie lange das her ist. Das Telefon steht da drüben. Ich danke Ihnen vielmals. Dauert nur eine Minute. Sie wird in Ohnmacht fallen. Ich bin's. Gib mir meine Frau. Wo ist sie? Einkaufen gegangen. Wenn sie wiederkommt, sag ihr, sie soll zu Hause bleiben. Und jetzt bleib dran. Ich hab was für dich. Sagen Sie Hallo zu meinem Schwager. Sein Name ist George. Sagen Sie nur Hallo, George. George. Hallo, George. Rate mal, wer das war. Was heißt, du weißt es nicht? Gehst du nie ins Kino? Willst du noch mehr hören? Hallo, George. Hier ist Nora Chandler. Wie geht es Ihnen? Fragen Sie ihn, wie groß er ist. George, wie groß sind Sie? Entschuldige, wir müssen weitermachen. Sie sind einmalig. Danke, ich versuche mein Bestes. Was kann ich sonst noch für Sie tun? Oh, ich hatte ganz vergessen, warum ich hier bin. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Oh, natürlich nicht. Warum gehen wir nicht ins Wohnzimmer? Oh, nach Ihnen. Donnerwetter, mitten auf einem riesigen Filmgelände. Das ist ein richtiges Haus. Wohnen Sie? Wenn ich drehe. Es wurde damals für mich gebaut, als ich noch ein Kind war. Die Filme habe ich auch gesehen. Im Fernsehen. Die, in denen sie tanzen. Ein Traum. Warum werden heutzutage nicht mehr solche Filme gemacht, ohne Gewalt? Sie sagten, Sie wollten mir ein paar Fragen stellen, Inspektor. Leider kann ich mich an gestern Abend kaum noch erinnern. Es ist irgendwie verschwommen. Es muss ein furchtbarer Schock gewesen sein. Diese Miss Davis stand Ihnen sehr nahe, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Ich sage Ihnen, warum ich hier bin. Es steht noch nicht fest, ob das Feuer in Mr. Parks Wagen nicht durch Brandstiftung verursacht wurde. Brandstiftung? Die Untersuchung läuft noch, vielleicht auch nicht. Aber ein Nachbar, derjenige, der die Feuerwehr angerufen hat, sagt, er hätte sowas Ähnliches gesehen wie eine Explosion. Ah, was hat er noch gesehen? Wer? Ach, der Nachbar. Nichts, nehme ich an. Oh. Wann wurde diese Aufnahme gemacht? Wenn ich mich recht erinnere, an dem Tag vor seinem Tod. Ihr Mann war nicht besonders groß, oder? Cumberland hat das Studio aufgebaut, falls Sie das nicht wissen sollten. Ich meine kurz. Ich habe ihn mir immer sehr groß vorgestellt. Wie Sie, Miss Chandler. Ich dachte, Sie sind auch groß. Ich dachte, alle Leute beim Film sind groß. Und er muss bei den Freimaurern gewesen sein, glauben Sie mir, da kenne ich mich aus. Dieser Doppeladlerring ist Brauch der Loge, 32. Generation. Ich hatte einen Onkel, der Dudelsack für die gespielt. Er hat nicht besonders gut gespielt, aber keiner hat es gemerkt. Ach, Inspektor, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich bin sehr müde. Würden Sie bitte Ihre Fragen stellen? Ich möchte gern alles über Jean hören. Entschuldigen Sie mich. Hallo? Ja, hier ist ein Inspektor. Von welcher Abteilung? Oh ja, aber natürlich. Für Sie. Ma'am, bitte entschuldigen Sie, es tut mir furchtbar leid. Das macht doch nichts. Ja? Stören Sie mich jetzt nicht. Ja? Oh. Ja, sofort. Ma'am, verzeihen Sie bitte, aber... Oh, nein, ist schon gut. Was für ein wunderschöner Garten, Brunnen und alles. Dass es so etwas mitten auf einem Filmgelände gibt... Dieser Brunnen gehörte zur Ausstattung eines Films, den ich vor langer, langer Zeit gedreht habe. Er hieß Sarah geht ins College. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele schöne Blumen gesehen. Dürfte ich ein Andenken mitnehmen? Nicht für mich, für meine Frau. Sie liebt Andenken. Ja? Jedes Mal, wenn wir in ein Restaurant gehen, stiehlt sie einen Aschenbecher. Mir ist das immer wahnsinnig peinlich bei meiner Arbeit.
Ja, aber nach dem Anrufer von eben sind Sie beim Morddezernat, stimmt das? Ja, stimmt. Aber können Sie sich vorstellen, wie peinlich das wäre, wenn man Sie mal erwischt? Ja, aber Inspektor, Sie glauben doch nicht, dass Gina ermordet wurde, oder? Es war so nett bei Ihnen, da hätte ich das doch fast vergessen. Miss Chandler, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zu begleiten ins Polizeipräsidium? Jeffries, haben Sie alles fertig? Ja, Sir. Ist er das? Ja, das ist Mr. Parks Wagen. Sehen Sie nicht hin. Sehen Sie nicht hin. Mr. Parks, schon gut. Was. Wie fühlen Sie sich? Es geht mir gut. Sind Sie sicher? Danke, Inspektor. Fahren Sie fort. Mr. Parks sagt ja aus, dass er und Miss Davis die Autos getauscht haben, um kurz nach 7. Getauscht? Der Junge im Buchladen hat es bestätigt. Er hörte Miss Davis sagen, dass sie noch ein paar Sachen erledigen müsste und dann zu Mr. Parks Haus fahren würde, um auf ihn zu warten. Ich verstehe das alles nicht. Jean war gestern Abend für mich unterwegs und ich... Ist das Ihre Handschrift, Ma'am? Ja, das ist die Liste, die ich hier geschrieben habe. Wo haben Sie die her? Von Mr. Parks, Ma'am. Sie war in Ihrem Auto, mit dem er später zu seinem Haus fahren sollte, während sie die kleine Party vorbereiten wollte. Jedenfalls hat er das... Die kleine Party? Das glaube ich einfach nicht. Sie hat Mr. Parks kaum gekannt. Der lügt Sie an. Nicht unbedingt. Miss Davis hatte nämlich einen kaputten Reifen. Welcher war's? Der rechte. Der rechte Reifen. Ah. Parks hat den Jungen im Buchladen gebeten, ihn zu wechseln. Miss Chandler, ich fürchte, Mr. Parks hatte gestern Abend mit Ihrer Sekretärin eine Verabredung. Sie kam zu dem Buchladen, um ihn zu sehen und war wütend wegen der Bodengänge, die sie für sie erledigen sollte. Des Weiteren sagte er, es war nicht schwer, ihr das auszureden. Nur nicht das mit dem Kleid. Arme kleine Jean. Sie war so leicht zu beeinflussen. Jedenfalls, als beide hinausgingen, hatte ihr Wagen einen Platten. Also deswegen haben die beiden die Autos getauscht und dann fuhr sie mit seinem weg und... Oh mein Gott, wenn ich das geahnt hätte. Ma'am. Entschuldigung. Ist ja gut, ist ja gut. In Ordnung, Jungs. Ich möchte, dass der Reifen gründlich untersucht wird. Ventilstützen, findet einen Nagel oder sowas. Ich meine, da muss zumindest ein kleines Loch sein. Und würdet ihr uns jetzt bitte allein lassen? Bitte, ich möchte nach Hause. Ja. Ich nehme an, Sie verstehen jetzt, warum ich Ihre Hilfe brauche, Ma'am. Ich bin nämlich der Meinung, dass die beiden gestern Abend nur durch Zufall die Wagen getauscht haben. Und ein Mörder, der seine Pläne schon gemacht hatte, konnte das natürlich nicht wissen. Ein Mörder? Ja, Ma'am. Wir müssen also jemanden finden, der gestern Nacht Jerry Parks umbringen wollte. Fehler? Sowas habe ich mir schon gedacht, Inspektor. Miss Chandler kann sich nicht vorstellen, dass es jemanden geben könnte, der Miss Davis hätte wehtun wollen. Und aber das, es gibt Tausende, die mich hassen wie die Pest, richtig? Oh nein, Sir, nein. Sie hat nichts dergleichen gesagt. Es ist ja noch nicht einmal bewiesen, dass es ein Anschlag war. Und solange das nicht feststeht... Sir, ja. Es ist so gut wie bewiesen. Sehen Sie den leeren Kanister, den er da hat? Sie waren eine Weile nicht hier, nicht wahr? Der wurde neben der Garage gefunden. Und Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Sie hier kein Benzin lagern, richtig? Das ist korrekt. Ah ja. Und es wurde noch einer gefunden, in den Büschen am Swimmingpool. Und einige Brandspuren führen von diesem Busch da genau auf die Garage zu. Sie haben hier aber einen herrlichen Ausblick. Und was bedeutet das genau? Das könnte zum Beispiel heißen, dass jemand das Benzin benutzt hat, um das Feuer zu legen. Verstehen Sie, unser Labor sagt, dass der Benzintank des Wagens nicht als erstes in die Luft geflogen ist. Die stärksten Brandspuren waren außen am Fahrzeug. Naja, vielleicht war es ein Verrückter. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Das ist Ihre Aufgabe, Inspektor. Ja, Sir, da haben Sie vollkommen recht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden... Oh, Mr. Parks? Ja? Dürfte ich Ihr Telefon benutzen? Selbstverständlich. Hier, bitte, Inspektor. Haben Sie vielen Dank. Donnerwetter, wirklich beeindruckend. Sie müssen viele Berühmtheiten kennen. Darf ich Sie vielleicht etwas fragen? Von einem Profi zum anderen? Ich denke nicht daran, Sie davon abzuhalten. Schriftsteller faszinieren mich. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Woher nehmen Sie alle Ihre Ideen? Das fasziniert mich. Woher bekommen Sie Ihre Ideen? Ich bin nicht dieser Art Schriftsteller. Ich bin eher ein Reporter. Ah, ich verstehe, was Sie meinen. Ich nehme an, so ein Schriftsteller wie Sie muss so ziemlich alles sammeln. Stimmt's? Was wollen Sie damit sagen? Ich kenne Ihre Bücher nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber mein Schwager hat eins oder zwei gelesen und ich frage mich... Wie um alles in der Welt finden Sie das über die berühmten Leute heraus?
Das ist nur Klatsch, mehr nicht. Ich halte nur meine Ohren offen. Nun, ich denke, Sie machen das genauso wie ich. Sie befragen Informanten, vielleicht schmieren Sie auch mal einen Bediensteten, freunden sich mit Angestellten an. Mit einer gewissen Sekretärin, wollten Sie das andeuten? Oh nein, ich möchte was klarstellen, Inspektor. Ich weiß nicht, was Ihnen Nora erzählt hat. Aber ich habe mich mit Jean Davies getroffen, weil sie mir sehr viel bedeutet hat. Oh, natürlich, Sir. Tut mir leid. Ich wollte Ihnen ganz bestimmt nicht zu nahe treten. Oh nein, 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 ganz sicher nicht. Nein, ich möchte einfach nur wissen, ob Sie nicht auch eine Akte über Nora Chandler hier haben. Und natürlich will ich Sie nicht sehen. Ohne Durchsuchungsbefehl würde ich nicht mal fragen. Seien Sie nicht so bescheiden, Columbo. Greifen Sie zu. Lesen Sie die Wahrheit über Hollywoods romantischste Hochzeit. Alles über die geheimen Kämpfe, die sie mit ihrem Mann hatte. Über L. Cumberlands berühmt-berüchtigte Besetzungscouch. Besetzungscouch, das Wort habe ich schon mal gehört. Lesen Sie, wie sie an einem Sommerwochenende in Tränen aufgelöst ins Studio kam. Während er zum Fischen in Malibu war, mit dem Boot rausfuhr und trunken für immer im Sonnenaufgang entschwand. Das ist nichts Neues. Das habe ich schon alles in den Polizeiakten. Natürlich. Und in sämtlichen Schmierblättern. Das ist 12 Jahre her und mittlerweile nichts weiter als ein alter Hut. Ich habe seitdem keine Zeile mehr über Nora geschrieben. Warum auch? Wen interessiert schon eine Schauspielerin, die auf dem absteigenden Ast sitzt? Aber im Fernsehen ist sie immer noch ganz schön wichtig. Und in den Spätvorstellungen verpasse ich keinen Film mit ihr. Ich weiß, das gehört nicht hierher. Ich möchte nur sagen, Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass es keinen Skandal um Nora Chandler gegeben hat. Ich meine, ich war zutiefst erschrocken, als ich Ihren Namen auf diesem Ordner gesehen habe. Hören Sie. Ich kann mich noch an diese Frau erinnern, als sie 17 war. Den Namen von dem Film habe ich vergessen. Sie spielt einen Teenager. 17 Jahre alt. Und im selben Jahr, in dem sie von der Schule kommt, heiratet sie einen älteren Mann. Und der Kerl liebt sie nicht. Ganz ruhig, Inspektor. Glauben Sie mir, Nora Chandler und ich sind sehr, sehr gute Freunde. Gut, das höre ich gerne. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Wenn ich darf, sehe ich mir die anderen Leute an, von denen Sie Informationen sammeln. Entschuldigen Sie. Hallo? Wer? Ah, das tut mir leid. Sie müssen sich verwählt haben. Vielleicht sollten Sie es nochmal versuchen. Nein, ganz im Gegenteil. Das macht doch nichts. Wissen Sie, Inspektor, berühmten Menschen macht der ganze Klatsch nichts aus. Sie wachsen sozusagen an meinen Veröffentlichungen. Aber einer sicher nicht. Gestern Abend hat jemand versucht, Sie umzubringen. Und Sie meinen, er versucht es wieder? Unsinn, wer immer es ist, er muss sich doch jetzt zu Tode fürchten, denken Sie nicht? Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe noch etwas zu tun. Verzeihen Sie mir, ja, Sir. Entschuldigung. Warum sagen Sie immer er? Nö. Zu der Person, die Sie gestern umbringen wollte. Das ist doch vollkommen normal, oder? Sie sagen Mörder, ich sage er. Wir sind doch alle Chauvinisten. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass... Das war eben meine Frau, die da angerufen hat, stimmt's? Wenn es nämlich ein Mann oder ein Kind gewesen wäre, also ich würde einfach sagen, leider verwählt oder irgend sowas. Wenn es hingegen eine Frau ist, dann ist es nur natürlich, dass man etwas freundlicher ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ich versuche es. Und jetzt entschuldigen Sie mich, Inspektor, ich muss noch etwas schreiben. Verzeihen Sie mir. Inspektor, wollten Sie vorhin nicht telefonieren? Och, ich wollte nur meine Frau anrufen, aber wahrscheinlich ist sowieso besetzt. Hallo? Nora. Hi, Schätzchen. Es hätte mich gewundert, wenn du mich nicht angerufen hättest. Ich muss sagen, du bist erschreckend pünktlich. Die gute alte Nora verschwendet keine Sekunde. Komm mit rein, ich spende dir den Drink. Jemand könnte mich erkennen. Wie wär's da drüben? Was hast du der Polizei gesagt? Was soll ich schon sagen? Dass du versucht hast, mich umzubringen? Das wäre doch so, als ob ich meine Gans die goldene Eier legt in den Kochtopf schmeißen würde. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und damit du klar siehst... Nein, natürlich nicht. Es fällt mir ja selbst schwer, es zu glauben. Vielleicht wolltest du mich ja auch nur ein bisschen erschrecken. Aber das nehme ich dir nicht übel. Wichtig ist doch nur, was Mr. Simmons und die Leute aus dem Studio glauben. Ganz zu schweigen von diesem hartnäckigen Polizeiinspektor. Du meinst, wenn ich zahle... Was du von mir verlangst, dann hältst du den Mund. Mittlerweile musst du den 10-fachen Preis von dem bezahlen, was ich ursprünglich gefordert habe. Ich bin sicher, du verstehst das, Nora. Du willst doch nicht, dass die erfahren, dass du ein Motiv gehabt hast, mich aus dem Weg zu schaffen. Naja, ich weiß natürlich, dass du das Geld brauchst. In einem deiner Briefe an Jean stand es ja drin. Du hast dir vorgejammert, dass dich deine Ex-Frauen um den letzten Penny bringen und... Wo hast du den Brief her? Aus einem Fotokopierer. Ich habe alle Briefe, die du ihr aus New York geschickt hast, kopiert. Jean hat nichts davon gewusst.
Und dein romantischer Heiratsantrag war klassisch. Geliebte, ich liege hier wach. Sei vorsichtig, Noah. Der Studiopostbote ist einer meiner ältesten und engsten Freunde. Du bekommst keinen Cent. Nehmen wir doch einmal an, die Polizei findet dein Motiv für den Mord heraus. Was soll das heißen? Oh, du hättest das doch wirklich leicht arrangieren können, oder nicht? Ja, du hättest Jeans Tod leicht als eine Verwechslung hinstellen können. Sag mal, bist du wahnsinnig? Was ist passiert? Hat sie gemerkt, warum du so interessiert an ihr warst? Ich weiß, dass sie von ihren Ersparnissen einiges abgehoben hat. Und aus deinen Briefen konnte ich ja sehen, dass du dir des Öfteren von ihr was geliehen hast. Hat sie dich durchschaut? Nora, hör auf damit. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Ich war nicht hinter Jeans Geld her. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber was glaubst du, wird die Polizei davon halten? Du hast schon so viele Frauen vorher ausgenutzt. Miss Chandler, ich hätte nie geglaubt, Sie hier zu treffen. Oh, ich war gerade auf dem Weg zu einer Verabredung und zufällig traf ich Mr. Parks. Oh, Sie habe ich eigentlich gesucht, Sir. Und dann ist mir Ihr Wagen aufgefallen, der da vorne steht. Sind Sie mir etwa gefolgt? Oh nein, Sir, nein. Nicht wirklich, Sir, nein. Aber die Leute vom Branddezernat haben mir gesagt, Sie haben das Haus in ziemlicher Eile verlassen. Und Sie haben mir doch gesagt, Sie müssten noch schreien. Ich habe mich eben anders entschieden. Hören Sie, Columbo, ich mag es nicht, wenn ich überwacht werde. Und ich benötige auch keinen Polizeischutz. Da wäre ich an Ihrer Stelle nicht so sicher, Sir. Deswegen habe ich Sie gesucht. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir noch einen anderen Nachbarn von Ihnen gefunden haben, der sich an einen Wagen erinnern konnte, der ihn gestern Abend beinahe überfahren hätte. Und das war kurz, nachdem das Feuer losging. Was für ein Wagen war das? Oh, nichts Aufregendes, nichts, was Filmleute so fahren. Nur ein dunkler, kleiner, amerikanischer Mittelklassewagen. Ich fürchte, er hat den Fahrer nicht erkannt. Oh. Und deswegen habe ich mir gedacht, Sie haben sich jetzt vielleicht überlegt, wer Ihnen was antun will. Denn so leid es mir tut, Sir, es sieht mehr und mehr danach aus, als hätte man Sie gemeint. Nein, mir fällt dazu leider überhaupt niemand ein, Inspektor. Ach, das ist wirklich schade. Und ich dachte, vielleicht haben Sie beide sich deswegen getroffen. Oh, nein, wir haben uns nur über Jean unterhalten. Oh, mir ist schon aufgefallen, dass es um was Ernstes ging. Ich dachte nur, Miss Chandler, dass Sie Mr. Parks nicht besonders mögen und Sie, Sir. Also die Dinge, die Sie über Sie gesagt haben, das... Oh, Sie scheinen das Showbusiness nicht zu verstehen, Inspektor. Oh, Jay, wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe eine Verabredung mit wichtigen Finanzleuten. Wissen Sie... Hollywood kämpft ums Überleben, Inspektor. Sie hat recht, Inspektor. Ihr geliebter, verblichener Ehemann würde sich im Grabe umdrehen. Und Action! Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, Sergeant. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe Sie noch nicht offiziell angeklagt. Aber es scheint mir, dass Sie die Leiche Ihres Mannes in das Auto geschafft haben. Ruhe, weggeschossen! Ruhe da hinten! Das hat doch keinen Sinn! Was ist hier eigentlich los? Tut mir leid, wirklich. Ich muss ein bisschen an die frische Luft. Schon gut, Noah. Jerry? Bitte entschuldigen Sie, habe ich jetzt alles verdorben? Hallo? Nein, ich wollte sowieso eine Pause machen und über die Szene nachdenken. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Oh, nein, das haben Sie nicht. Was führt Sie hierher, Inspektor? Ach, ich wollte nur mit allen möglichen Leuten hier reden, um herauszufinden. Also das ist wirklich faszinierend. Wissen Sie, ich bin nun schon so lange in Los Angeles und war vorher noch nie in einem Filmstudio. Tatsächlich? Wirklich, 14 Jahre und jetzt zum ersten Mal. Ich dachte, Sie wollten den Mörder von Gene Davis finden. Ja, Ma'am, aber das ist nicht so leicht. Sehen Sie, ich habe herausgefunden, dass fast niemand Jerry Parks leiden kann. Niemand ist gut, auf ihn zu sprechen. Außerdem will er uns in keiner Weise weiterhelfen. Und ich verstehe nicht, warum. Verstehen Sie das? Ach, natürlich nicht. Warum sollte ich? Es wäre natürlich denkbar, dass er ein Erpresser ist. Halten Sie das vielleicht für... Ein was? Oh nein, wirklich, Inspektor. Naja, das ist nur eine Vermutung, aber es ist merkwürdig. Die meisten Leute wollen partout nicht über ihn sprechen. Vielleicht deswegen, weil er etwas gegen Sie in der Hand hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Was meinen Sie? Dass Sie nur Ihre Zeit verschwenden, Inspektor. Wissen Sie, es dauert immer ziemlich lange, bis man herausfindet, was wirklich passiert ist. Aber dieser Fall ist wirklich äußerst... Ja, also ich muss jetzt weitermachen, wenn ich... Können Sie sich noch an den platten Reifen erinnern? Von Miss Davis, wissen Sie noch? Wir haben herausgefunden, dass der Wagen am selben Tag gewaschen wurde. Aber einen Nagel konnten wir nicht finden. Warum war an dem Reifen keine Luft? Wir haben sogar den Schlauch ins Wasser getaucht, aber trotzdem... Miss Chandler! Das klingt sehr interessant, mein Lieber. Werden Sie bloß nicht nass? Oh, aber eine Sache haben wir herausgefunden. Der amerikanische Wagen. Der, den der Nachbar gesehen hat, kurz nachdem das Feuer ausbrach. Oh ja,
Nun, ich habe 20 davon gesehen. Genau die gleichen. Sie stehen alle hier auf dem Parkplatz. Oh, ich verstehe nicht ganz. Und ich habe mir die Studiobestimmungen durchgelesen. Wenn Sie Ihren Wagen bei den Tonstudios parken, dann müssen Sie Ihren Schlüssel drin lassen. Und diese Tonleute arbeiten sehr lange. Also kann fast jeder, der bemerkt hat, dass Mr. Parks aus New York zurück ist, eines dieser Autos genommen haben und zu seinem Haus gefahren sein. Wir sind fertig, Miss Chandler. Entschuldigung, Maske? Bob? Was sehe ich da? Wir sind ja ganz schön verschwunden. Eine wunderbare Frau, finden Sie nicht? Das kann man wohl sagen, weiß Gott. Wie ist das mit diesen Filmstars? Trinken die wirklich so viel, wie man sagt? Sie nicht. Nein? Nein. Sie braucht nur einen Drink, wenn sie unter Druck steht. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, dass es schwer für Sie ist. Nein, es geht mit Blut. Der Feld. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, aber hätten Sie 10 Minuten Zeit für mich? Aber ja. Es ist besser, Sie stehlen mir meine Zeit, als den Zeitplan da drin durcheinander zu bringen. Oh, es lag nicht in meiner Absicht. Was wollen Sie wissen? Ich höre immer wieder diese Gerüchte, dass Miss Chandler Probleme mit dem Studio hat. Die hat sie doch immer, seit sie die Anteile von ihrem Mann geerbt hat. Aber ihr größter Fehler war, dass sie das meiste von ihrem Geld in ihre eigenen Filme gesteckt hat. Ein Flop nach dem anderen. Ich sag das nur ungern. Oh, mir hat sie gefallen. Nun, das mag sein. Sehen Sie da drüben, das ist das wirkliche Problem. Noras halber Quadratkilometer. Ah, Sie meinen Ihr Haus? Al Cumberland gab es ihr, als sie noch nicht einmal verheiratet waren. Aber vor 12 Jahren, als man Cumberlands Fischerboot als Wrack vor der Küste von Malibu rausfischte, stand der Filmbranche das Wasser bis zum Hals. Und als das Gericht ihn dann für tot erklärte, war das Studio schon so gut wie bankrott. Ich verstehe nicht ganz. Was hat das damit zu tun? Sie hat den Rechtsanspruch auf diesen Besitz, Inspektor. Und sie will nicht verkaufen, ganz egal, wie viel wir ihr bieten. Ich weiß, dass sie so gut wie pleite ist, aber sie will sich immer noch nicht davon trennen. Warum sollte sie? Ich kann sie verstehen. Es hat doch bestimmt einen großen sentimentalen Wert. Sie sitzt mittendrin auf dem wertvollsten Stück Land in ganz Südkalifornien. Wie glauben Sie, sollen wir diesem Gelände wieder auf die Beine helfen? Man muss es aufteilen. Aber sie sitzt da und hält jeden noch so vorsichtigen Entwicklungsplan, den wir machen, auf. Wir wollten ihr sogar den hinteren Teil abkaufen, den sie fast nie benutzt. Aber selbst da weigert sie sich. Vielleicht wird sie ja eines Tages ihre Meinung ändern. Ja, wenn es in der Hölle schneit. Oder falls irgendein Genie einen Weg findet, wie wir sie rausschmeißen können, ganz legal. Hören Sie auf meinen Rat. Gehen Sie Schauspielern aus dem Weg. Die bringen Sie glatt um. Haben Sie vielen Dank, Mr. Fellen. Und sagen Sie Ihrem Boss, dass Sie ihr entgegenkommen sehr zu schätzen weiß. Ich bin der Boss. Oh. Entschuldigung, darauf wäre ich nie gekommen. Ich meine, Sie sind noch so jung. Schon gut. Ich hätte Sie auch nie für die Rolle eines Inspektors genommen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie Sie Ihre Requisiten im Griff haben. Sie behandeln sie genauso, wie wir unsere Beweise. Das müssen wir auch, Inspektor. Wenn das Drehbuch einen Schrumpfkopf oder ein hinkendes Lama anfordert, müssen wir wissen, wo wir es am schnellsten herkriegen können. Faszinierend. Ich wünschte, wir wüssten auch mal so schnell wie ihr, wo wir manche Sachen herholen. Hoffentlich konnte ich Ihnen helfen. Inspektor Columbo, ich habe Sie überall gesucht. Sehen Sie, er wusste, wo er mich finden kann. Sehen Sie sich das an. Haben Sie schon jemals so etwas Schönes gesehen? Fassen Sie es an. Was meinen Sie, ist es nicht ein bisschen zu overdressed für diese Tageszeit? Das ist Ihnen ganz egal, nicht wahr? Edith entwirft mir eine vollkommen neue Garderobe. Oh, Edith, das ist Inspektor Columbo. Wie geht es Ihnen? Edith Head. Wie geht es Ihnen? Welches von beiden ist besser für die neue Szene, das oder das? Ja, nein, das gefällt mir, das ist besser. Aber nicht mit dem Rot, ich glaube, rosa wäre passend. Also das Kleid? Ja, aber genau, das finde ich gut. Tragen Sie immer noch dieselbe Krawatte? Seit ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, tragen Sie dieses dumme Ding. Edith, haben Sie nicht eine schöne Krawatte hier? Ja, natürlich. So, die machen wir mal ab. Habe ich Sie nicht bei der Oscarverleihung gesehen? Ja. Wie heißt sie? Edith Head. Edith Head. Sind das Ihre Oscars? Ja, sind Sie nicht fantastisch? Sie hat die gewonnen? Ja. Inspektor, ich habe Sie angelogen. Wie bitte? Das mit Jerry Parks und mir. Wissen Sie noch, als wir uns gestern gesehen haben und ich sagte, wir sprechen nur über Jean? Ja. Also, Jerry Parks weiß ein paar furchtbare Sachen über mich. Er ist im Besitz von einigen Aufzeichnungen. Und ich wollte sie ihm... Wie finden Sie diese? Oh ja, die ist perfekt. Viel besser. Ja. Oh, sie. Edith, sind Sie so lieb und zeigen mir noch mal den Stoff. Sie wissen schon, für das neue Kleid? Ja. Vielen Dank, meine Liebe. Aber das war falsch, nicht wahr? Ich meine, wegen Jean sollten Sie so viel wissen, wie Sie nur können. Hören Sie damit auf, Ihre Zeit hier zu verschwenden und beginnen Sie an der richtigen Stelle zu suchen. Dort, wo sich derjenige befindet, der schuld an Ihrem Tod ist. Was genau hat Mr. Parks gegen Sie in der Hand? Oh, das werde ich Ihnen zeigen.
Alles. Die ganze Wahrheit vor allen ausgebreitet. Können Sie sich nicht einen Gerichtsbeschluss besorgen, damit dieser Mann seine Akten zeigt? Nun, ich nehme an, das kann ich. Ach. Oh, ist der so, nicht hier wunderschön? Ist er. Oh ja, dieser Stoff ist wirklich traumhaft. Finden Sie nicht da? Ja. Er ist absolut perfekt. Keine der Meinung Frage. Bin ich auch. Danke, meine Liebe. In Ordnung. Oh, Wiedersehen. Nun, Inspektor, Sie sollten sich besser auf den Weg machen. Ja, ich habe mich nur gerade gefragt. Ich habe nächste Woche ein Jubiläum und ich wollte Sie bitten, ob ich die da wiederhaben kann. Dann kann ich die hier dafür aufheben. Ja, aber natürlich. Und bringen Sie Ihre Frau doch mal dazu, mit Ihnen einkaufen zu gehen. Wie wäre es mit einem neuen Anzug? Ein paar Hemden, Socken, Sind Schuhe. Sie sicher, dass Sie die Wahrheit sagen wollen? Ja, das bin ich. Hey, vielleicht finden Sie auch einen neuen Trenchcoat. In Ordnung, Jerry. Wo sind Sie? Wo ist was? Deine neuesten Informationen, der italienische Film. Ich weiß nicht, was du da suchst. Wo sind sie? Bist du wahnsinnig geworden? Zeig sie ihm. Ist ja eigentlich klar, Zwingen sie ihn dazu, Inspektor. Ich glaub's einfach nicht. Er soll sie zeigen. Ich glaube, sie sollten es lieber tun. Glaub mir, Nora, ich hatte nie vor, damit hausieren zu gehen. Die Konsequenzen sind mir egal. Es sollte unser aller Interesse sein, Jeans Mörder zu finden. Na schön. Hier hast du sie. Inspektor? Das sind Abrechnungsbelege. Ja, Ma'am. Verstehen Sie was davon? Nein, Ma'am. Dann sehen Sie auf die letzte Zeile. Der Produktionsleiter ist ein alter Freund von mir. Um meine Haut zu retten, hat er das Studio $2 Millionen Verlust machen lassen. Wollen Sie damit allen Ernstes behaupten, Absolut. Dass Sie... Das Wort heißt Betrug, Inspektor. Und Sie wollen, dass das an die Öffentlichkeit gelangt? Ja. Das ist genau das, wonach Mr. Fallon sucht. Weiß. Ich weiß. Mr. Simmons, dank der Mithilfe von Miss Chandler haben wir diese... Was tun Sie da? Einen Moment bitte. Das sind Beweise. Nein, das sind keine Beweise. Meine Gesellschaft hat Mr. Fallons Firma aufgekauft, Inspektor. Ich weiß bereits alles darüber. Moment. Warten Sie mal. Sie wissen das bereits? Und Ihnen ist das ganze Geld egal? Das begreife ich nicht. Natürlich sind mir $2 Millionen nicht egal. Aber Nora und ich haben über die ganze Sache gesprochen und eine Einigung erzielt. Oh, das muss sehr befreiend für Sie sein, Ma'am. Aber wann haben Sie... Vor 10 Tagen. Vor 10 Tagen hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Vor 10 Tagen? Ja, und wenn Sie sonst noch irgendetwas haben sollten, womit Sie jemanden Moment, erpressen wollen, dann... Ich möchte Sie daran erinnern, dass Erpressung immer noch strafbar ist. Und ohne Beweise dürfen Sie das nicht so ohne weiteres behaupten. Nun, ich schlage vor, wenn Sie noch etwas vorzubringen haben, dann sagen Sie es jetzt. Vielleicht habe ich ja noch was. Zum Beispiel. Andererseits vielleicht auch nicht. Sir, wenn Sie irgendwelche sachdienlichen Informationen haben, dann geben Sie sie preis. Das war leider alles. Oder, Nora? Er blufft. Bist du da so sicher, Nora? Worauf du dich verlassen kannst. Du hast den Inspektor gehört. Zeig uns doch mal, was du noch hast. Nur meinen Verdacht. Und du bekommst keinen Durchsuchungsbefehl für das, was hier drin ist. Dafür bekommst du nicht mal ein Busticket. Das ist seine Art von Humor, Inspektor. Es gibt nichts mehr. Alles in allem bist du ein Langweiler. Lass uns gehen, Darling. Sie genießen meine volle Verachtung, Mr. Parks. Und nun zu Ihnen, Inspektor. Sie haben eine Art an sich, die manchen Leuten vielleicht schmeichelt. Bei mir funktioniert das nicht. Können Sie mir folgen? Ja, Sir. Ich hoffe, dass wir überzeugend klären konnten, dass Nora keinen Grund hatte, diesen Journalisten umzubringen. Ja, Sir. Sie hat nichts zu verbergen. Sind Sie da meiner Meinung? Ja, Sir. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie persönlich zur Verantwortung ziehen würde, falls Sie Miss Chandler belästigen sollten. Ja, Sir. Oh, Tom, sehen Sie mal nach, wer das ist. Ich muss mich noch fertig schminken. Und sind Sie so nett und bringen das hier zurück? Aber ja, doch, Nora. Danke, mein Lieber. Sie wünschen? Inspektor Columbo, ich möchte zu Miss Chandler. Werden Sie erwartet? Ich glaube nicht, aber ich bin dienstlich hier. Oh, Sie ist noch nicht ganz angekleidet. Und sie muss gleich zu einer Pressekonferenz. Ich werde Sie bestimmt nicht stören. Ich warte einfach im Wohnzimmer. Haben Sie vielen Dank. Miss Chandler? Ja? Inspektor Columbo. Was gibt es denn? Nichts Wichtiges. Ich wollte Ihnen nur vom neuesten Stand der Ermittlungen berichten. Das ist sehr entgegenkommend von Ihnen, Inspektor. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Dürfte ich vielleicht Ihr Telefon für ein Stadtgespräch benutzen? Aber ja, natürlich. Nur zu, Inspektor.
Hallo, ich bin's. Ist sie da? Warum muss sie jeden Tag einkaufen gehen? Hast du eine Ahnung, wo ich im Augenblick gerade bin? Jetzt wird nicht frech, George. In Nora Chandlers Bungalow. Was machst du? Ist nicht dein Ernst. Wie heißt er denn? Davon habe ich noch nie gehört. Auf welchem Kanal? Danke, George. Hallo, Darling. Ich bin's. Ja. Ich habe das Päckchen abgeliefert. Nein. Niemand hat mich gesehen. Mach dir keine Sorgen, Darling. Weißt du, ich habe Charles Mantel angezogen. Und falls mich jemand gesehen hat, die Straße war so dunkel, jeder würde glauben, dass es Charles war. Philipp, bist du auch sicher, dass wir das Richtige tun? Wann kann ich dich sehen, Darling? Philipp, ich kann so nicht weitermachen. Wie bitte? Du fährst heute Abend? Aber ich dachte, wir fahren zusammen. Du hast es versprochen, Philipp. Philipp, bitte leg nicht auf. Nein, aber nicht doch. Oh, Darling, du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Wie soll ich es dir denn noch beweisen, wenn Charles rausfindet, dass ich das Geld habe, dann... Inspektor Columbo? Ich bin hier, Miss Chandler. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Ihren Fernseher benutze. Ja, was soll ich denn noch? Da haben Sie mitgespielt. Oh, nein. Ich hätte diesen Film nie gesehen, wenn George mir nichts davon gesagt hätte. Ist er nicht furchtbar? Er hat mir schon damals nicht gefallen, als wir ihn gedreht haben. Ich fand ihn aber sehr interessant. Entschuldigen Sie, ich habe gleich eine Pressekonferenz. Und außerdem drehen wir heute Nacht. Oh, wenn es Ihnen nichts ausmacht, komme ich einfach mit und wir reden unterwegs. Ist ja, das okay? Ja, gut. Dieser Philipp da, hat er Sie am Ende des Films betrogen? Ah, Sie haben ihn doch gesehen. Nein, da bin ich von selbst drauf gekommen. Nach dem, was ich da so gehört habe, war mir sofort klar, dass er ein Herumtreiber ist. Er hatte irgendetwas Mieses vor. So was muss ich gewesen sein. Ja. Danke. Haben Sie Mr. Parks endlich davon überzeugt, ihn zu offenbaren? Oh ja, Ma'am. In seinen Akten stehen mindestens 100 Leute, die ihn am liebsten umbringen würden. Aber eigentlich wollte ich Ihnen was von dem platten Reifen erzählen. Platter Reifen? Den von Miss Davis, wissen Sie noch? Es ist nämlich so, bei uns wird er einfach nicht platt. Wir haben alles versucht. Wir dachten vielleicht, er hätte einen Haarriss, aber die ganze Zeit gab es nicht einmal eine Blase. Aha, das klingt ja ungemein interessant. Ja, Ma'am, es bedeutet nämlich, dass ich mich geirrt habe. Dass Miss Davis Tod ein Irrtum war, meine ich. Wie bitte? Nun, ich meine, wenn der Reifen in Ordnung war und er wurde ja auch bei der Wagenwäsche am selben Tag überprüft, dann muss jemand die Luft rausgelassen haben. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Es war gleich hinter dem Buchladen. Jemand muss sie beobachtet haben. Jemand muss gewollt haben, dass sie die Wagen tauschen. Denn nur so würde der Tod von Miss Davis wie ein Irrtum aussehen. Was soll's? Ich sage Ihnen, was ich jetzt mache. Es war ein Irrtum, also muss ich nochmal von vorne anfangen. Oh, Sie sind unbezahlbar. Irgendein kleiner Bengel lässt die Luft aber aus einem Reifen und aber die Ventilkappe war fest draufgeschraubt. Und wenn Kinder die Luft rauslassen, machen sie sie einfach ab und laufen davon. Aber da gibt's noch eine andere Sache. Zum Beispiel das Auto, das weggerast ist, kurz nachdem das Feuer ausbrach. Was ist damit? Wenn die Person aus dem Wagen tatsächlich das Feuer gelegt hat, ich will damit sagen, wenn die Sache ohne Zeitzünder abgelaufen ist, glauben Sie wirklich, dass jemand, der so nah dabei stand, nicht gesehen hat, wer in Mr. Parks Wagen saß, nicht gesehen hat, dass es Miss Davis war, die sterben würde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, Ma'am, ich habe mich von Anfang an geirrt. Sogar mein Chef ist der Meinung, dass es Miss Davis war, die der Mörder umbringen wollte. Eine clevere Idee, hm? Mr. Parks hat so viele Feinde, wir wären wahrscheinlich nie darauf gekommen. Lieber Inspektor, bitte entschuldigen Sie mich, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Aber Sie sind die Einzige, die mir jetzt helfen kann, Ma'am. Sie sind die Einzige, die etwas über Jean Davis weiß und was schlimmer ist. So leid es mir tut. Wer sonst, außer Mr. Parks, konnte wissen, wo sie an diesem Abend hingehen würde? Nur Sie. Ich glaube nach wie vor, dass Jeans Tod ein Versehen war. Es kann nur ein Irrtum gewesen sein. Ah. Wir machen jetzt Pause. Sonst kriege ich einen Krach mit der Gewerkschaft. Ist gut. Und dann machen wir mit der Szene weiter, wo du den anderen Weg entlang fährst. Mein Gott, wie aufregend. Hast ja recht. Nora, wie hättest du die Aktionäre gerne vor dem Essen oder danach? Oh, willst du sie etwa hier bewirten? Nein, sie sind nur zum Zuschauen hier. Wir werden später essen gehen. Ich treffe diese Leute lieber nachher. Ich muss erst mal in meine Garderobe. Wir drehen nämlich nachher draußen. Ich muss mich umziehen für die nächste Szene. Ich würde sie schon irgendwie bei Laune halten. Mhm. Bis nachher. Mhm. Hi. Gentlemen, es tut mir leid, aber sie ist momentan beschäftigt. Wir treffen uns nachher beim Essen. Officer? Inspektor? Officer, ich habe gehört, jemand hat versucht, Mr. Parks zu überfahren. Richtig, er hat ihn aber verpasst. Er ist nicht verletzt? Nein, er hat nur ein paar Kratzer abbekommen. Wir haben ihn aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht, zum Röntgen.
Hat jemand gesehen, wer es war? Nein, es war keine Menschenseele hier. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Psst. Wie ich schon sagte, wir werden Sie anrufen. Sind Sie in der Loge? Entschuldigung, sind Sie in der Loge? Nein. Ist Ihr Partner in der Loge? Keine Ahnung, fragen Sie ihn. Entschuldigung, sind Sie in der Loge? Nein. Ist hier jemand bei den Freimaurern? Ich bin Inspektor Columbo von der Polizei. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist hier jemand zufällig in der Loge? Oder kennt jemand einen von der Loge? Inspektor? Sind Sie in der Loge? Nein, aber Frank, der Barmann von der Ecke, ist einer von den Freimaurern. Danke. Hat er einen Logenring? Weiß ich nicht. Fragen Sie ihn. Aus! Sind Sie verrückt geworden, Mister? Was soll denn das? Was zum Teufel ist da los? Ich bin von der Polizei. Sie zu Miss Nora Chandler. Wo ist es? Nicht wahr sein. Tut mir furchtbar leid. Gibt's Polizei. Gar nicht. So, verzeihen Sie die Unterbrechung. Jemand hat wieder versucht, Mr. Parks umzubringen. Was? Jemand hat versucht, ihn zu überfahren. Aber wer? Hat er gesehen, wer es war? Er ist leider noch nicht in der Lage, etwas zu sagen. Was? Es geht ihm leider sehr, sehr schlecht. Er ist immer noch bewusstlos. Sieht schlimm aus. Das tut mir so entsetzlich leid. Das bedeutet, dass Jeans Tod doch ein Versehen war, genauso wie Sie es am Anfang gedacht haben. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Aber ich hoffe, Sie können mir helfen. Wie? Würden Sie uns allein lassen? Natürlich. Macht Ihnen was raus? Nein, Sir. 10 Minuten Pause. Mr. Parks war hinter etwas her. Mehr weiß ich leider nicht. Er wollte am Telefon nicht darüber sprechen. Er hatte angeblich neue Beweise. Ich war auf dem Weg zu ihm, als er von diesem Wagen überfahren wurde. Wissen Sie noch, wie er vor ein paar Tagen sagte, er hätte einen Verdacht? Und wir nur glaubten, er wolle sein Gesicht nicht verlieren. Er war hinter etwas her. Aber wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Der Fahrer des Krankenwagens hat das hier bei Mr. Parks Sachen gefunden. In diesem Umschlag, auf dem die Initialen NC stehen. NC? Das sind meine Initialen. Aber der Ring gehört mir nicht. So was Dummes. Ich hatte gehofft, dass Sie mir weiterhelfen könnten. Ich muss gestehen, Ma'am, ich bin an einem Punkt angelangt, der mir schwer zu schaffen macht. Nora, ist alles in Ordnung? Ja, ich wollte gerade gehen, Sir. Na dann. Vergeben Sie mir, Ma'am. Sobald er in der Lage ist... Ich sage Ihnen dann, was er gesehen hat. Ja. Entschuldigung. Ach, Darling, würde es dir viel ausmachen, wenn du dich erstmal allein um die anderen kümmerst? Ich versuche später nachzukommen. Ich habe schreckliches Kopfweh. Nora. Ach, bitte, Darling, sei so gut. Sidi. Ja? Tut mir leid, aber es geht mir nicht gut. Bitte, können wir nicht morgen weitermachen? Natürlich, gerne. Danke. Jerry? Lass alles abbauen, wir drehen eine andere ein. Ja, ist gut. Wir machen mit einer Szene weiter, okay? Würden Sie mir bitte erklären, was Sie hier wollen? Wissen Sie, ein Teil von mir konnte die Fakten nicht zusammenkriegen. Inspektor, es geht mir im Augenblick wirklich nicht gut. Wenn Sie also freundlicherweise gehen würden, vielleicht können wir uns ein anderes Mal unterhalten. Ich weiß, dass Sie Jean Davis ermordet haben. Ich fand Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr amüsant, aber jetzt gehen Sie zu weit. Es gab so viele Teile, die nicht zusammenpassten. Der Reifen, der nicht platt wurde, warum Sie dieses Haus nicht aufgeben wollten, das hat mich alles gestört. Würden Sie jetzt bitte gehen? Ich bin definitiv nicht in der Stimmung für Ihre haarsträubenden Spekulationen. Ich bin hier, um Sie wegen des Mordes an Jean Davis festzunehmen. Oh, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie haben den Reifen präpariert und gewartet, ob Sie Mr. Parks Wagen nehmen. Dann haben Sie sie ermordet. Das ist mein Ernst. Aber wieso? Warum hätte ich sowas machen sollen? Ich habe Jean geliebt. Die Frage nach dem Warum hat mich am meisten beschäftigt. Das Treffen mit Parks in seinem Büro am Dienstag, den 6. Juni. Da haben wir Parks dazu gebracht, die Belege über den italienischen Film herauszugeben. Er sagte, er habe immer noch etwas gegen sie in der Hand. Parks hat geblufft, aber Chandler nimmt sich sofort einen Drink. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Weil sie etwas anderes zu verbergen hatten. Der Mann im Studio sagte, sie würden nur unter Druck trinken. Hier steht noch etwas. Nora Chandler hat ein Geheimnis. Jean Davis weiß davon. Da ist das Motiv. Ich habe es aufgeschrieben. Mögliches Motiv verhindern, dass Jean Davis das Geheimnis an Jerry Parks weitergibt. Sie müssen von allen guten Geistern verlassen sein. Sie haben nicht die geringsten Beweise. Was ist das Geheimnis? Das ist der Schlüssel. Was ist das Geheimnis? Darüber bin ich gestolpert. Der Brunnen. Warum läuft der Brunnen nicht? Das hat mich gestört. Und darüber bin ich gestolpert. Ja. Dafür sind Brunnen doch da. Warum läuft das Wasser nicht? Die meisten mögen das Geräusch von laufendem Wasser. Ich auch. Ich aber nicht. Auf den Gedanken bin ich auch gekommen. Aber dann habe ich mit dem Chefrequisiteur gesprochen. Die führen über alles genau Buch. Auf dem Sockel steht das Datum, an dem der Brunnen gesetzt wurde. Das habe ich gesehen, als ich die Blume gepflückt habe.
Und dann hat mir jemand erzählt, Sie hätten den Brunnen aus sentimentalen Gründen bestellt. Aber das habe ich Ihnen doch gesagt. Er ist aus einem Film, den ich fertiggestellt hatte. 15. Dezember 1960. An dem Tag haben Sie den Brunnen bestellt. Das genaue Datum weiß ich nicht. 15. Dezember. Der Tag davor war der Tag, an dem Ihr Mann verschwand. Und plötzlich ergab alles einen Sinn. Das war die mögliche Erklärung dafür, warum der Brunnen nicht läuft. Denn für eine Wasserleitung hätte man den Boden aufgraben müssen, nicht wahr? Möchten Sie auch einen? Gerne. Jerry Parks wurde nicht verletzt. Nein, nein. Woher haben Sie den Ring? Geborgt. Ich habe nur gespielt. Ich hatte nichts in der Hand. Es war nur eine Idee, nichts Konkretes. Ich wollte einfach nur sehen, wie Sie reagieren. Als Sie hier reinkamen, haben Sie nicht mal das Licht angemacht. Sie sind direkt zu dem Brunnen gelaufen. Wissen Sie, diese Zufälle. Wenn ich George nicht angerufen hätte, hätte ich diesen Film nicht gesehen. Sie wissen, welchen ich meine. Sie waren wie ein Mann angezogen und da ist es mir eingefallen. Vor 12 Jahren steht jemand nachts am Strand und Ihr Ehemann fährt mit dem Boot hinaus auf den Ozean. Ich habe doch die Fotos von Ihnen und Ihrem Mann gesehen. Dieselbe Größe. Das waren Sie. Sie haben recht. Wissen Sie, ich habe ihn geheiratet, weil ich gedacht habe, ich könnte dadurch meine Karriere beschleunigen. Und dann habe ich angefangen, diese Ehe wichtig zu nehmen, aber er hat weiter mit den Starlets rumgemacht und so weiter. Das hat wehgetan. Aber ich bin damit gut zurechtgekommen, bis er eines Abends hat er eins mit hierher gebracht. Ich habe ihm eine Szene gemacht. Wir haben uns angeschrien, gekämpft. Und ich habe ihn mit einer Flasche erschlagen. Ich bin in Panik geraten und dann habe ich ihn verscharrt. Jean wusste es. Also, ich hole meinen Mantel und dann können wir gehen.